mich wieder. Teil 3 folgt jetzt meines riesengroßen Kreativholz, Bastelholz, Shoppingholz, wie auch immer man es bezeichnen mag. Ja, ich mache jetzt weiter an dieser Stelle mit Kreativbunt. Ich habe gerade gesehen, so viel ist es bei Kreativbunt doch nicht, aber ein paar vereinzelte Sachen. Und zwar fangen wir mal mit den kleinen Sachen an. Ich habe mir tatsächlich mal aus einer Eco-Park, ja, sag doch schnell, Serie, Enamed-Ops bestellt. Und zwar sind das diese hier aus der Serie My Favorite Summer. Und zwar aus diesem Grund, weil ich von dieser Serie auch schon Papier habe, beziehungsweise, jetzt muss ich mal gucken, bestellt habe. Nee, ich habe es schon. Ja. Und da fand ich die ganz passend, weil die Farben dann natürlich super dazu passen und man nicht erst ewig noch welche raussuchen muss. Das sind natürlich die normal glänzenden sozusagen. In meinem zweiten Teil des Holz habe ich euch ja die super schönen matten Enamel Dots gezeigt. Na? Aber die sind halt sehr schön. Ich finde auch diesen rosa Farbton hier super schön. Der sieht sehr schick aus. Dann haben wir hier so ein ganz, ja, pastellfarbenes Gelb, würde ich es nennen. Ein schönes Grün, ein Blau und auch ein ganz helles Rot. Sehr schick. Das sind die Enamel-Dots. Dann habe ich mir nach Ewigkeiten mal wieder. Ich habe zwar noch welche, aber irgendwie bin ich mit denen mal nicht so zufrieden für die Sachen, die ich werkle und wo ich die dann brauche. Und habe mir jetzt mal ein anderes Maß bestellt. Und zwar rede ich von den Magneten von Kreativbund. Und zwar sind das diesmal die in 10 mm mal 0,6 mm. Da sind immer 20 Stück drin, sprich sozusagen ein 10er-Set. Ja, und ich weiß nicht, ob man es, also die sind halt von der Fläche her ein bisschen größer als die, die ich sonst habe. Und die sind aber eben sehr flach. Also die anderen, die ich bisher hatte, die waren ein bisschen dicker. Und die sind schön flach, aber eben halt von der Fläche größer. Und ich hoffe und denke, dass ich da bei bestimmten Werken, wenn ich mit mehreren Schichten Papier arbeite, hoffentlich mehr Glück habe und die ja, dann besser halten, beziehungsweise die Sachen geschlossen halten. Ich habe dann immer so ein paar Probleme damit gehabt, dass die wieder aufgegangen sind. Ich probiere es einfach aus. Ansonsten muss ich halt weiter gucken oder vielleicht hat jemand einen Tipp, welche Magnete tatsächlich am besten sind für Sachen zum Verschließen, wenn man wirklich, sag ich mal, 2 oder 3 Schichten Papier darüber legen muss oder möchte, und das Produkt dann trotzdem noch zusammenhält. Ja, dann habe ich mir nach Ewigkeiten mal wieder, also ich bin tatsächlich kein großer oder ja, was heißt kein großer, aber bin nicht so diesem Sammelfieber verfallen wie manch anderer. Aber ich finde die trotzdem richtig toll und habe mir nach langer Zeit mal wieder ein paar Doodlepops bestellt. Und zwar sind das die aus der aktuellen Serie. Ich glaube, die sind alle aus der aktuellen Serie. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Aber die fand ich ganz niedlich und ich glaube, da waren auch welche gerade mit im, ja, wie sagt Kreativbund immer so schön? Komme ich jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall waren die ein bisschen günstiger als Originalpreis. Zumindest 2 oder 3 davon. Und ja, da durfte dieses süße rosane Häuschen mit, was ich ganz süß fand. Dann haben wir noch 2 so Wölkchen. Die sind halt auch immer so schön glänzend noch überzogen. Total niedlich. Einmal das. Dann haben wir noch ein gelbes Häuschen. Ebenfalls mit 2 Wölkchen und einem kleinen Herzchen oben aus dem na, Schornstein. Auch sehr süß. Also schöne frühlingshafte Farben auch. Und das finde ich auch richtig hübsch. Dann haben wir hier sogar noch so kleine Blüten, so Blumenkästen mit an den Fensterläden. Eine Sonne. Echt niedlich. So, und dann habe ich noch einen. Da haben wir ein kleines, süßes, gelbes, gepunktetes Auto. Eine karierte Wolke. Auch total drollig hier. Auch nochmal die Pünktchen. Und hier haben wir zum Beispiel ein Wölkchen mit bei, was auf 3D-Pads schon. Ja, eigentlich sind die ja, die Pops sind ja alle auf 3D-Pads immer befestigt, dass die diese Dimension erhalten. Aber bei den anderen Wölkchen haben wir immer diese glänzenden und hier haben wir auch eine mit 3D-Pads dabei. Ja, total niedlich. Das war es auch schon mit den Doodle-Pops. Dann habe ich, ich weiß nicht, wer sich an mein
großen Dani Preuß Hall erinnern kann, wo ich echt zugeschlagen habe bei den ganzen Die-Cuts von Doodlebug und ich glaube noch diversen anderen Marken. Da konnte ich diesmal auch nicht dran vorbei. Ich habe mir einmal von Echo Park aus der Serie Birthday Girl dieses Rahmen- und Text-Set bestellt. Da haben wir die ganzen süßen Scheißerchen dabei. Fand ich total süß und den Block habe ich eben auch und deswegen, ich gucke da immer so ein bisschen, was ich an Papier von Echo Park da habe, sodass es dann auch schön zusammenpasst, wenn ich das mal nutzen möchte. Ja, und da durften die von der Birthday Girl Kollektion mal mit. Fand die Farben auch richtig schön. Und dann natürlich wieder zwei von den riesengroßen Sets von Doodlebug. Und da haben wir hier einmal aus der Serie, jetzt muss ich selber mal gucken. Nee, sind beides dieselben Serien. Und zwar My Happy Place. Ich glaube, das ist sogar die letzte Serie, die rausgekommen ist. Haben wir einmal dieses große Set mit diesen ganzen süßen, schönen Die-Cuts. Da haben wir wieder 160 Stück drin. Auch total niedlich. Hier seht ihr das hier so Häuschen, Fahrrad. Dann auch hier so eine komplette Wohnungsausstattung. Tässchen, Sofa, ein Auto, ein paar Bäumchen. Also ganz viele tolle Sachen. Hier auch die Badewanne, ja. Total süß. Ein Backofen. Richtig niedlich. Also ich fand die ganz toll. Da mussten die natürlich mal wieder mit in meinen Warenkorb. Ich muss damit auch unbedingt jetzt mal was machen. Und ebenfalls aus der Serie habe ich mir noch, die heißen hier Chit Chat. Da haben wir 89 Stück drin. Und das sind diese. Da haben wir dann eben mehr Spruch, Die-Cuts drin hier. Diese ganzen großen. Und dann hier noch so ein paar Banner mit Sprüchen drauf. Auch vereinzelt kleine Herzchen und noch ein paar Girlanden. Ja, die fand ich auch ganz toll. Muss ich mal gucken, ob ich entweder mal ein Album mache oder mal wieder eine Explosionsbox. Da kann man die, glaube ich, sehr gut zum Einsatz bringen. Aber das weiß ich noch nicht so genau. Wir gucken mal. So, dann habe ich mir bei Kreativbunten noch wieder mal ein paar Paperpads mitbestellt. Papierblöcke. Einer durfte natürlich auf keinen Fall fehlen. Und zwar ist das von My Favorite Things, der aktuelle Schwarz-Weiß-Block, Black and White Plate. Die sind natürlich wie immer im 6x6 Format. Ich habe die auch schon mal alle aufgeschnitten, damit ich euch die wenigstens mal so kurz zeigen kann. Ja, aber da muss ich, glaube ich, gar nicht viel zu sagen, ne? Also das Schwarz-Weiß geht halt immer. Und gerade so kariert, gepunktet, gestreift, ist ja so voll meins. Und deswegen musste ich den natürlich bestellen. Und bin auch froh, dass ich ihn jetzt habe. Das ist dieser. Und dann natürlich My Happy Place von Doodlebug, passend zu den Die-Cuts. Auch total niedlich. Also ich habe Doodlebug habe ich jetzt tatsächlich schon. Ich glaube, ich kann es gar nicht mehr zählen, wie viele Papierblöcke und diverse andere Sachen ich von der Marke schon habe, weil ich die einfach zuckersüß finde. Gerade so für verspielte und niedliche Karten oder Boxen finde ich das immer total drollig. Und dann haben wir eben halt bei Doodlebug auch immer wieder gepunktetes und gestreiftes und kariertes Papier dabei, was ich halt richtig toll finde. Ja. Guckt es euch an. Also die Farben, ja. Also auch die Tags oder Kärtchen, die immer mit drin sind, sind natürlich auch immer total niedlich. Ich weiß gar nicht, fängt das jetzt mehr von vorne an? Ja. So, das war dieser. Ich zeige es euch hier nochmal. Also der ist auch echt süß. Wie gesagt, My Happy Place. Da haben wir hier 24 doppelseitige Sheets drin. Richtig toll. Und dann durften noch von Echo Park zwei Paperpads mit. Und zwar haben wir hier einmal das Sea Life. In der Art und Weise habe ich tatsächlich so gut wie gar kein Papier, was eben so Unterwasserszenen oder Maritimes betrifft. Und deswegen habe ich gedacht, ach komm, du kannst ja mal so einen Block mitnehmen. Ist natürlich mehr verspielt, ne? Das ist eher so, ja, bunt, kindlich gehalten.
Aber ich denke trotzdem, dass man damit ganz tolle Sachen zaubern kann. Ja, also das finde ich auch richtig schön. Ja, und wenn man dann halt noch diverse Stanzen für Unterwasserszenen zum Einsatz bringt oder schöne Stempelmotive hat, kann man da bestimmt ganz, das ist auch toll, ganz tolle Sachen mitmachen. Ja, einmal Sea Life. Und dann durfte natürlich, ich habe ja schon erwähnt, ne, dass es jetzt bald losgeht mit Einschulung wieder, habe ich mir noch First Day of School gekauft, weil ich da noch nicht so richtig weiß, in welche Richtung ich dieses Jahr gehe mit meinen Bastelarbeiten. Und ja, dann habe ich lieber von allem mal ein bisschen was da, Stempelpapier, Sticker, je nachdem. Also so ganz genau weiß ich es noch nicht, was ich da mache. Ich muss ihn mal, glaube ich, ein bisschen tiefer halten, ne, damit ihr. Aber ich denke mal, dass man es dann kommen sieht. So, na, dazu muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Das ist natürlich absolut mein Favoritenpapier in diesem Block. Auch wieder schöne karierte Sachen mit dabei. Hier auch niedlich mit den Schulranzen. Ja, Äpfel. Sehr süß. Das ist auch ganz cool hier mit den Lineal. Schauen wir mal, was wir da Schönes draus zaubern. Das wäre der. Und dann durfte noch von Carter Bella einmal der Believe in Magic mit. Da bin ich auch schon eine ganze Ewigkeit rumgeschlichen. Ja, ich bin ja auch so Disney-Fan und ich habe mir tatsächlich in der Hinsicht noch nie irgendwie was Bastelmäßiges gekauft, aber hier dachte ich dann, ach komm, und das finde ich auch wieder cool. Ist natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen was, ne? Alleine mit diesem Popcorn-Bild oder auch hier dieses oder da. Kann man auch natürlich gut jetzt wieder mit der neuen, mit dem Willkommensgeschenk von Create a Smile verbinden. Richtig toll. Die Würstchen sind auch süß. Wenn man mal zu faul ist, selber welche zu kolorieren. Die Luftballons finde ich auch total schön. Das ist auch schön. Also die sind schon schick, die Blätter. Und dann fängt es wieder von vorne an. Na, da waren wir ja schon. Ja, also habe ich mir den auch mal mitbestellt. Ja, das war es schon zu Kreativbunt. Wenn wir schon mal hier bei Die-Cuts und Blöcken und ja, bei diesem ganzen kleinen süßen Kram sind, würde ich tatsächlich sagen, machen wir mal mit Simones Bastelkram weiter. Denn auch dort habe ich mir wieder ein paar Die-Cuts bestellt und auch viele andere Sachen, Papier, ich glaube sogar Stempelchen sind dabei. Ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken. Also, ich habe den Karton jetzt so gelassen, wie er ist. Als erstes möchte ich euch aber natürlich zeigen, bei Simone gibt es immer kleine süße Goodies, weil ich total süß fand. Und da war diesmal so eine kleine selbstgemachte Verpackung dabei. Also, selbstgemachte Verpackungen sind eigentlich fast immer dabei, egal ob von Simone selbst kreiert oder von ihrem Designteam. Und da haben wir dann hier eine kleine süße Tic-Tac-Packung drin. Voll süß. Also auch mit dem Band so befestigt, hinten nochmal geknotet und dann rumgewickelt. Und das Papier müsste meiner Meinung nach das von Piatek sein. Was ich auch so toll finde. Also die Idee, ja, alleine das eben so zu verwenden, ist schon total goldig. Ja, einmal das. Knote ich nachher mal zusammen. Und dann gab es noch, kann euch jetzt nicht mehr genau sagen, in welchem Bezug, ob das allgemein für Bestellungen in einem bestimmten Zeitraum war oder für einen bestimmten Wert. Das weiß ich nicht mehr genau, aber diesmal gab es auch diesen coolen Notizblock dazu. Den fand ich richtig toll. Da habe ich mich richtig drüber gefreut, finde ich richtig super. Und ich werde tatsächlich auch zu diesem Notizblock, der ist auch schön groß, wie ihr seht. Werde ich mir definitiv was basteln. Also den werde ich nicht so lassen, den werde ich schön mit einer Verpackung basteln, beziehungsweise irgendwie so ein Büchlein drum machen. Ja, gucken wir mal. Aber habe ich mich richtig drüber gefreut, dass das mit drin war. So, und jetzt kommen wir mal zu den bestellten Sachen. Ich habe jetzt hier mal meinen Lieferschein. Stehen leider auch keine Preise drauf, sodass ich euch hätte eventuell die Preise sagen können. Und ich weiß auch gar nicht so richtig, womit ich anfangen soll, weil hier alles irgendwie querbeet drin ist, aber das ist egal. Fangen wir damit an. Und zwar habe ich mir mal von FCO hier diese Zerstäuberfläschchen aus Kunststoff bestellt.
Ich habe tatsächlich viele verschiedene Fläschchen. Ich benutze die ja für diverse Sachen, ob nun nur für Wasser oder um Glitzerpulver mit Wasser zu vermischen und es drauf zu sprühen oder. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, diese Sachen zu verwenden. Ich habe aber tatsächlich von diesen schmalen, langen bisher nur ein gehabt, glaube ich. Und die liegen halt super gut in der Hand. Die sind schöner als so eine großen Pumpflaschen. Und ja, die gingen vom Preis-Leistungs-Verhältnis her auch gut. Und deswegen habe ich gedacht, dann nehme ich mir dieses Set mal mit und probiere die mal aus, wie die so sind. Ob die schön fein sprühen oder zu doll. Da lasse ich mich mal überraschen. So, des Weiteren habe ich mir, das habe ich auch noch nie bestellt, das erste Mal, aber es hat mich irgendwie angesprochen. Und zwar habe ich mir von Sizzix dieses Set bestellt mit Pailletten. Da haben wir aber nicht nur Pailletten drin, also hier oben haben wir so ganz grobe, seht ihr das? Ja, ne? Ganz grobe und kleine Plättchen, also in verschiedenen Größen. Dann haben wir hier so cremefarbende Sterne, auch in diversen verschiedenen Größen, bis ganz klein. Dann haben wir hier so kleine Herzchen oder eben auch verschiedene große Herzen, so in so einem schönen schimmernden Rosaton. Hier haben wir dann in Weiß auch ganz viele Pailletten, von mini klein bis groß. Und ganz unten sind kleine Perlen, die man sogar auffädeln könnte. Die haben auch ein Loch. Ja, haben Perlen ja nun mal. Und die sind dann halt alle extra auch in so einem, die sind jetzt in so einem Rohr drin, aber die sind dann halt wirklich alle in so einem extra Behältnis drin. Die kann man jetzt, glaube ich, die sind einzeln. Ich weiß gar nicht. Ich sehe das hier nicht so gut. Nee, ich glaube, die sind einzeln. Die sind nicht zusammengeschraubt. Aber trotzdem total cool, dass die wirklich schon ein Behältnis haben, dass man die nicht noch extra von irgendeiner Tüte irgendwo reinpacken muss. Ja, und mir haben die Farben gut gefallen und deswegen habe ich gedacht, nehme ich das mal mit. Und das heißt, ich denke, das wird der Name hier oben sein, Ballettslipper, Ballerine, schätze ich jetzt mal. Ich kann immer auf den Lieferschein gucken, ob da irgendwie noch eine andere Bezeichnung steht. Sequins and Beads Ballettslipper. Ja, also das scheint dann so zu heißen. Ja, müsst ihr mal reingucken. Ja, fand ich schön. So, das war das. Dann würde ich jetzt mal gucken, dass ich hier irgendwie das mal so ein bisschen geordnet zeigen kann, dass wir nicht alles durcheinander haben. Ja, dann haben wir hier Stempelchen. Das ist das. Oder ich zeige euch erstmal die großen Sachen. Ich habe hier noch was Großes mit dabei. Das kennen bestimmt auch viele von euch. Und zwar habe ich mir mal wieder von Exacompta ein Packen A4 Papier gekauft. Dieses nehme ich tatsächlich hauptsächlich zum Kolorieren von Motiven. Ich überlege gerade, nehme ich das noch für andere Sachen? Ja, für Aufleger benutze ich es auch oft. Also ich habe viele verschiedene Papiere. Nee, Quatsch. Also ich nehme es nicht zum Kolorieren. Das ist gelogen gerade. Das nehme ich tatsächlich für Hintergründe. Also wenn ich mit meinen Distress Oxide Szenen hinten mache oder mit Stencil in den Hintergrund bearbeite, benutze ich dieses Papier. Zum Kolorieren von meinen Stempelabdrücken benutze ich anderes. Da nehme ich gar nicht Exacompta. Ja, das habe ich mir mal wieder gegönnt. Ich habe es zwar natürlich noch, aber ich dachte, ach komm, wenn du jetzt schon mal bestellst, dann kannst du es nochmal mitbestellen. Dann bist du auf der sicheren Seite und hast auch immer was da. Das war jetzt das große Set. Aber ich sehe gerade, jetzt habe ich hier auch die Rechnung. Aber ich glaube da, ich weiß gar nicht. Doch hier, 6,20 € habe ich zum Beispiel dafür bezahlt. Für die Zerstäuber 4,90 €. Ja. Aber ich sag mal, wenn jemand die Preise wissen möchte oder so, kann er sich ja bei mir melden. Ich hatte ja gesagt, so Sachen wie Teddy Action und so weiter, da erwähne ich die Preise gerne, weil die überall gleich sind. Aber jetzt so online gekaufte Sachen kosten halt überall immer ein bisschen anders oder sind so minimal unterschiedlich, denke ich. Und ja, da wäre es dann jetzt doof, da einen Preis zu nennen. Und dann ärgert man sich nachher, wenn es irgendwo anders, wo man es entdeckt, mehr kostet. Das muss ja auch nicht sein. So, ich würde einfach mal sagen, wir waren ja gerade bei Die-Cuts. Dann würde ich jetzt einfach euch an dieser Stelle mal eben die Die-Cuts zeigen, die ich mir in Simones Bastelkram bestellt habe. Und zwar haben wir von Mintail, ich habe noch nie von Mintail gesehen, dass die auch Die-Cuts haben.
Und deswegen musste ich mir die unbedingt bestellen. Und zwar haben wir hier einmal von der Serie Vacation dieses Set. 55 Stück sind da drin, auch super süß. Und auch hier hat man hinten ein Bild von den Sachen, die drin sind. Und ich fand es total schön. So richtig schön sommerlich steht auch da Summer Vacation. Ich finde die ganz toll. Ja, also wer sich das genauer angucken will, macht jetzt einfach mal wieder Pause und kann sich das in Ruhe mal ansehen. Aber ich fand die richtig schön. Haben mir gut gefallen. Einmal die. So, dann von der Serie Next Trip habe ich mir auch noch das Die-Cut-Set bestellt. Da haben wir 46 Stück drin. Und zwar diese hier. Also die sind natürlich wieder super toll für Traveler, Notebooks oder Journal oder auch für Reisealben, alles Mögliche. Also die kann man auch wieder super schön einsetzen. Haben mir auch richtig gut gefallen. Auch die Farbtöne. Ich finde die Farben wunderschön. Und dann durfte noch eins mit, und zwar Seaside Escape, weil ich ja eben auch so dieses Maritime mag. Und da haben wir wie viel drin? Hier steht es nicht drauf. Bei dem anderen stand es immer irgendwie auf dem aufgeklebten Zettel, aber hier ist keiner. Ja, schade. Nee, hier steht die Anzahl nicht drauf. Aber die Motive sind natürlich super schön. Ja, der Leuchtturm, das Boot. Ich finde es schick. Richtig, richtig schön. Okay. So, und wenn wir schon mal bei Mintai sind, dann kann ich euch nämlich gleich passend zu zwei dieser Die-Cut-Sets die Papierblöcke zeigen. Und zwar hatte ich den Next Trip nämlich noch nicht. Den habe ich mir dann gleich dazu bestellt, damit es natürlich passt, wenn ich mir da ein Album draus werkle. Weil wir ja nun auch nächstes Wochenende endlich in den Urlaub fahren, eine Woche, mein Freund und ich. Mal gucken, ob das jetzt da so dazu passt. Wir fahren, wie gesagt, an die polnische Ostsee. Da fahre ich ja jedes Jahr sonst hin. Ansonsten gucken wir mal. Wenn wir mal wegfliegen, kann man das ja auch super benutzen. Aber ich finde diese Farben einfach toll. Alleine dieses, das sieht so schön aus. Ja, richtig, richtig schick. Gefällt mir gut. Und dann fängt es, glaube ich, auch irgendwann wieder von vorne an. Genau, das hatten wir ja schon. Sehr schön. Da haben wir, ich gucke mal gerade, auch 24 doppelseitige Papiere drin. 6x6 Inch. Ich gucke gerade, ob die Grammatur, ja, 240er Grammatur. Und auch von Mintai habe ich tatsächlich, ja, ich glaube, es gibt vereinzelt nur Papiere, die ich von Mintai nicht habe, die mir wirklich gar nicht gefallen. Aber da habe ich auch schon, keine Ahnung, wie viel. Ich kann es euch nicht sagen. So, und natürlich der Vacation musste natürlich auch mit, weil ich den noch nicht hatte. Und ja, auch das super süß. Also ich finde die Farben, die Mintai immer so macht, finde ich richtig schön. Auch toll. Sehr, sehr schick. Also da kann man wirklich wieder super schön, ach, da geht's schon mal von vorne los. Super schöne Alben draus machen. Ja. Also wer da irgendwie genauso interessiert dran ist wie ich, guckt mal bei Simones Bastelkram rein. Die hat da ganz tolle Sachen von Mintai da. Also ich hoffe, dass sie noch da sind. Ja, das war Mintai. Dann habe ich, wenn wir jetzt schon mal bei Papier sind, machen wir auf Papier gleich vollzählig. Ich habe mir dann noch einmal von Papers for You ein Papierset mitbestellt. Da fand ich, ich bin auch der Meinung, dass ich das schon in der Nummer größer habe. Ich weiß nicht warum, mir kam es jetzt super bekannt vor, aber die finde ich auch richtig schick. Ich kann euch die ja mal auspacken, jetzt knistert kurz. Machen wir mal ganz schnell. Aber ich finde die toll. So, guckt euch die mal an. Die sind auch doppelseitig bedruckt. Die haben auch so leicht diesen, das seht ihr jetzt, ne, wenn ich so schräg halte in der Kamera, diesen glänzenden Effekt, was ich eigentlich nicht so mag. Aber bei diesen Papieren geht es noch. Also es ist jetzt nicht so extrem. Aber ich finde die echt cool. Also das sind super geniale Hintergründe. Die haben irgendwie was. Hier haben wir nochmal die Rückseite.
Und jedes immer zweimal, sodass man auch wirklich jedes Motiv, wenn man möchte, verwenden könnte. Obwohl ich ja tatsächlich immer einseitige Papiere lieber mag, damit man sich nicht entscheiden muss. Das finde ich auch richtig cool. Ja, die Farben. Alleine die Farben. Das ist jetzt wieder so dieses Roséfarbene und dieses Mintfarbene, was ja wieder so voll meins ist. Rosé, Mint, Türkis. Hatten wir gerade schon. Und dann auch noch so grau dazwischen. Richtig, richtig cool. Und das sind halt auch viele, ne? Ich glaube, es sind auch wieder 24 Blatt. Die sind schon echt schön. Auch, gefällt mir auch gut. Ich glaube, da müssten wir jetzt auch gleich durch sein. Dann haben wir das noch. Das sieht halt so schön abstrakt aus. Das ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? Richtig schön bunt. Total cool. Und dann hier noch ein paar Sprüche. Das ist natürlich jetzt weder Deutsch noch Englisch, aber da haben wir ja die Rückseite. Na, komm her. So, und dann sind wir schon beim Ende. Gucken wir mal nochmal. Ja, 24 doppelseitige Papiere. Jetzt gucke ich mal nochmal, ob hier irgendwo die Grammatur draufsteht. Nee, nur 6,6 Inch sind die sogar. Also die sind ein bisschen größer als die 6 Inch Blöcke. Aber eine Grammatur steht hier leider nicht drauf. Aber die sind in Ordnung. Also es ist jetzt kein dünnes Papier. Es ist schon also ein bisschen dünner jetzt als Doodlebug und Echo Park und diese alle heißen. Aber ich würde sagen, es kommt jetzt der Stärke von My Favorite Things sehr nah. Packe ich jetzt mal da hin. So, dann haben wir noch einmal Designpapier und zwar von Whimsy Stamps. Das stand auch schon lange auf meiner Agenda. Ich habe immer mit mir gehadert, ob ich es nehme oder nicht. Aber ich finde es total witzig und cool. Und zwar geht es um dieses Comic Set. Da seht ihr das ja auch. Hier. Richtig, richtig cool. Also gerade so für Jugendliche, ne? Wenn man da mal oder irgendwie so Teenager mal da eine coole Karte machen möchte. Richtig fetzig. Jetzt weiß ich nicht, packe ich die jetzt auch noch aus, aber ich habe noch so viel hier. Sonst kommen wir wieder mit der Zeit nicht hin. Aber die sind sehr, sehr cool. So, das. Dann gucken wir mal, was haben wir denn hier noch? Ich habe jetzt hier noch einen großen Artikel. Jetzt muss ich selber mal gucken. Ach, das ist auch so eine Magic Box, die ich hier habe. Und zwar ist das diese hier. Ich habe mir schon mal so Schokoladenverpackungen von Fabrica Decoru. Schweres Wort. Bei Simons Bastelkram bestellt. Und jetzt hatte ich diese Magic Box noch gesehen. Das sind, glaube ich, zwei Stück, genau. Zwei Boxen. Einmal 3,9 Inch mal 3,9 Inch und einmal 2,8 mal 2,8. Also quadratische Boxen halt. Und ja, ich dachte, ich gucke mir das mal an, ich probiere das mal aus. Hier ist praktisch auch wieder eine ja, Explosionsbox, würde ich sagen. Sieht jedenfalls definitiv danach aus. Und halt eine kleine. Aber ich wollte mir das einfach mal angucken. Das war, glaube ich, auch im Ausverkauf. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich gucke mal nochmal. Aber ich glaube, das hat nicht viel gekostet. 1 Euro, genau. Ja, Explosion. 1 Euro für zwei verschieden große Boxen. Und ich dachte, ich gucke einfach mal, wenn man mal faul ist. Man muss ja immer mal irgendwie was da haben, was so auf die Schnelle man noch gewerkelt werden kann. Und wenn man da, sage ich mal, schnell so ein Rohling benutzt, den man ja trotzdem noch selber designt und beklebt. Und ja, sollte das ja nicht verwerflich sein. So, dann habe ich mir auch bei Simone mal wieder Stanzen bestellt. Und zwar fangen wir mit einer an, worüber ich mich sehr freue. Und zwar ist das hier von Impronte Dottore ein Milchkarton, eine Milchbox. Ich habe tatsächlich schon Milchboxen, aber ja, man kann ja A, nie genug haben und B, sind die ja doch immer von Hersteller zu Hersteller ein bisschen unterschiedlich. Und bei dieser hier, finde ich richtig genial, haben wir auch wieder Aufleger mit einem gestitchten Rand dabei für jede Seite und dazu noch eine Kreisstanze und auch hier noch so eine Tech-Stanze mit Blümchen oder Wellenrand, der ebenfalls noch dazu gestitcht ist.
Und deswegen hat mir die super gefallen. Ich fand die richtig schön. Ich mag auch total gerne die Stempel von Impronte Dottore, dieser Yeti und so weiter. Ich habe ja ganz viel davon. Und deswegen, ja, bin ich an dieser Stanze nicht vorbeigekommen. Hier sieht man praktisch auch nochmal den Tag, den runden Tag mit dem weißen Aufleger und hier eben diese ganzen Aufleger-Teilchen für die Box selber. Richtig toll. Ich finde die super. Einmal die, dann habe ich mir von Moda Scrap auch mal wieder Stanzen bestellt. Und zwar geht es dabei um diese hier. Das sind halt auch wieder so Randstanzen. Ich nenne es jetzt mal Randstanzen, die man ins Papier nicht prägt, sondern wirklich die Motive, die ihr hier seht. Einmal die Herzchen, dann haben wir hier die Sternchen und hier so zwei Reihen mit Kreisen. Das wird in dem Papier ausgestanzt. Und dann hat man es im Papier drin, dann legt man sich unter das weiße Papier, vielleicht schönes Designpapier, und dann hat man natürlich super tolle Effekte. Ich fand die super. Hier kann man praktisch auch, wie man sieht, ne, noch so ein mit einem Faden schön so ein Kreuzstich draus werkeln und machen. Also ganz tolle Sachen kann man damit machen. Und die ist auch relativ lang. Also die denke ich gucke gerade, bis wo die geht. Ja, wenn man Glück hat, reicht die sogar für eine Slimline-Karte. Müsste man mal gucken. Das kann ich jetzt so genau gar nicht sagen gerade. Aber muss man ausprobieren oder ausmessen. Ja, die fand ich toll, die musste mit. Jetzt gucke ich mal, was wir hier noch haben. Stempel, Stempel, Stempel. Ich glaube, mit Stanzen war es das. Ja. Dann würde ich euch jetzt gerne mal neben den Stempeln noch die Stencil zeigen, die ich mir bestellt habe. Auch da habe ich mal wieder, ja, nicht aufgepasst bei dem letzten Mal, glaube ich. Und zwar ist da jetzt dieser Stencil von Picket Fan Studio nochmal mitgekommen und die habe ich jetzt tatsächlich auch doppelt. Ich habe diesen Stencil schon bestellt, den habe ich, glaube ich, sogar schon abgefilmt beim letzten Mal. Ja, da sieht man mal, ne? Man findet was toll, bestellt sich das und dann sieht man es nochmal und bestellt sich das wieder, wenn man nicht weiß, dass man es schon bestellt hat. Also das ist manchmal ganz. Und ganz ehrlich, ich habe mir auch schon so oft vorgenommen, mal eine Inventarliste zu machen, wo ich mir alles aufschreibe oder notiere, was ich alles schon habe, aber bei der Menge, man schafft es gar nicht. Also das ist, ja, ist schon echt schwierig. Und da passieren so eine Malheure leider mal. Ja, nicht schlimm. Ich denke, wenn jemand Interesse daran hat oder die ja, toll findet, meldet er sich einfach bei mir, sagt mir Bescheid. Kann ja gerne einen Kommentar hinterlassen oder mir eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse steht unten in der Infobox mit drin. Und ansonsten, selbst wenn nicht, werde ich die, denke ich, auch so los, weil die echt cool ist. Also die, man hat ja hier wieder so viele verschiedene Möglichkeiten. Man hat die Negative noch mit drin. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ähnelt halt ein bisschen dem Stencil, den ich euch letztes Mal gezeigt habe von My Favorite Things, dem ich so lange hinterhergerannt bin. Aber der ist halt auch noch anders, ne? Der hat viel, viel mehr Zacken. Und ja, sehr cool. Also sieht halt gerissen aus, wie so ein gerissener Rand. Und das finde ich echt toll. Ja, das. Dann endlich, dem hechte ich schon eine ganze Weile hinterher, von Simple Stories, dieser Stencil. Den fände ich auch total cool. Ich habe tatsächlich auch schon einen von, oh, lass mich lügen, ich glaube Echo Park. So ähnlich, aber eben halt auch quadratisch. Und der ist ein bisschen filigraner. Aber den fand ich jetzt auch noch richtig cool. Ich mag es ja, wie gesagt, wenn die Stencil in A5-Format sind und man dann doch von verschiedenen oder von Motiven verschiedene Varianten hat und die dann eventuell sogar miteinander kombinieren kann. Und dieser Stencil heißt Confetti, 6x8 Inch groß. Also A5. Sehr cool. So, dann gab es wieder meinen Stencil von Whimsy Stamps. Und zwar den hier. Auch den finde ich total witzig. Ich mag ja alles sowas mit Klecksen und Splash und ach, Wasserfontänen und Feuerwerk. Ich bin ja voll Fan von sowas. Und da fand ich den natürlich auch noch richtig cool. Alleine das hier oben oder diese. Ich finde die alle toll. Ich finde die alle toll. Also die kann man auch wieder vielseitig einsetzen. Das heißt Puddles Stencil. Und ist halt, wie gesagt, auch Regentropfen, Pfützen. Man kann es als Kleckse benutzen. Da kann man echt wieder
sehr variieren. Dann noch ein von Whimsy Stamps und zwar für Halloween. Haben wir hier einmal die Fledermäuse und Spinnen. Der hat jetzt, muss mal gucken, was der für ein Format hat. Der sieht relativ klein aus, steht aber leider, seht ihr das ja doch. Also die Spinnen sind super cool, auch die Fledermäuse da oben, aber die Spinnen finde ich richtig cool. Und dann haben wir hier unten nochmal eine ganze Schar an Fledermäusen. Aber hier steht jetzt auch nichts. Der hat die Nummer WSS 120. Seht ihr das? Hier, wartet mal. Jetzt da so ein bisschen. Ansonsten, hier steht es nochmal. Halloween Creatures. Da steht es doch, wie er heißt. Ja, der. Und dann habe ich mir noch zwei bestellt. Ich habe tatsächlich gedacht, dass sie größer sind. Habe ich mich ein bisschen geärgert, aber ist nicht schlimm. Man kriegt sie so definitiv komplett auf einer A6-Karte und zwar ebenfalls von Moda Scrap. Zwei Stencil, die sind jetzt halt auch nur in A6-Format. Einmal diese Herzchenringe, auch wieder so ein toller Stencil, den man mit verschiedenen Farben kombinieren kann und dann vielleicht in die Mitte einen Spruch rein oder ein Motiv drüber setzen, wie man möchte. Also da kann man ja vielseitig oder ja kombinieren oder überlegen, was man damit macht. Und dann haben wir den noch einmal mit Sternchen. Den finde ich auch total niedlich. Ja, also ich bin jetzt auch nicht böse drum, dass der so klein ist. Ach, wartet mal, ich habe ja hier haben wir den einmal Stencil Stars und der, ja, Hearts. Also wie gesagt, guckt wirklich mal bei Simone rein, es lohnt sich. Ob jetzt nur in dem Shop, sie hat ja einen richtigen Shop. Oder aber bei der Facebook-Gruppe, da hat sie auch ganz viele Sachen drin. Man kann es auch kombinieren, wenn man im Bastel-Shop bestellt und in der Facebook-Gruppe sich was ordert, dann schickt sie euch das dann alles zusammen, wenn es vorrätig ist. Ja, richtig tolle Sachen. So, dann habe ich mir noch von AB Studio drei Stempel bestellt für die Winter- und Weihnachtszeit. Da haben wir hier einmal dieses kleine süße Rentier. Christmas Deer, voll niedlich. Der ist so, wie er guckt. Also der guckt so voll süß. Richtig süß. Und schön finde ich bei AB Studio, dass die halt schon montiert sind, die Gummistempel. Da muss man keinen EZ-Mount mehr hintersetzen. Dann haben wir hier einmal diesen. Da steht jetzt irgendwie kein Name da oben drauf. Aber eine Nummer. Nö, komisch. Und noch einmal die zwei süßen Elefantis hier, Christmas Elephants. Auch richtig niedlich. Die sind in Orange. Sehr süß. Ja, da gibt es so viele. Also ich habe da noch so viele tolle gesehen. Ja, aber irgendwann sprengt es auch meinen Rahmen. Und nicht, dass es dann hier irgendwann doch noch Krieg und Krach zu Hause gibt. So, dann habe ich tatsächlich das allererste Mal von Moda Scrap mir ein Stempelset mitbestellt, weil ich das richtig schön fand. Und zwar geht es hier um diese ganzen Zweige. Ich habe ja jetzt schon öfter mal erwähnt, dass ich Zweige und Blüten und so mir ein paar mehr zulegen will. Und die fand ich jetzt richtig, richtig schön. Die sind halt, wie gesagt, vollflächig zu stempeln. Und dann kann man die natürlich auch in diversen Farben stempeln, wie man möchte. Richtig, richtig schick. Guckt euch die mal an. Also ich denke, da kann man wieder auch schöne Sachen mitmachen. Hier sieht man es mal in verschiedenen Farbtöne einfach in den Hintergrund gestempelt. Richtig toll. Ja. Der musste einfach sein, weil in der Art und Weise habe ich halt tatsächlich noch nicht so viel. Dann habe ich mir noch von, oder warte mal, wir waren jetzt gerade bei Moda Scrap, dann bleiben wir auch bei Moda Scrap. Da habe ich lange überlegt, ob ich ihn nehme. Ach so, ich wollte euch noch sagen, wie der Stempel heißt, ne? Rametti. Timbro Rametti. Mit dem habe ich jetzt lange gehadert, ob ich ihn nehme oder nicht. Ja, aber wie es dann meistens so ist, gewinnt dann doch das Herz, nicht der Verstand. Und zwar habe ich mir von Moda Scrap diesen großen A5-Stempel bestellt. Mit einer super coolen, riesengroßen, langen Lichterkette. Mega cool. Also definitiv kann man die nutzen für Geburtstagskarten, für irgendwelche Partykarten, für Weihnachten. Und ich fand den richtig, richtig fetzig. Es ist natürlich eine Heidenarbeit, den zu kolorieren.
Aber ich fand den gut. Hier haben wir den zum Beispiel eintönig in Gold gestempelt, so wie es aussieht. Und in roten Wasserfarben koloriert. Einfach Merry Christmas drauf oder noch mit einem schönen Aufleger ausgestanzt, fertig. Aber ganz ehrlich, guckt euch den an, der ist doch so toll. Der ist einfach nur toll. Konnte ich nicht dran vorbei. Ging einfach nicht. Dann gab es noch von CC Design. Ich glaube, der war auch im Angebot. Ich bin mir nicht sicher. Von CC Design das Stempelset Happy Little. Fand ich auch total drollig. So diese Blümchen, ja. Und hier, ach Gottchen. Was haben wir denn hier alles so? Ich würde da sagen, das ist eine Sonnenblume. Das ist ein Gänseblümchen. Eine Tulpe. Ja, Blumen halt. Dann haben wir wieder ein paar englische Sprüche mit dabei. You make me happy. Der ist ja voll, geht voll. Pots of love to you. The spots for you. Und dann haben wir noch a little something to brighten your day. Richtig süß. Ja, die durften mal bei mir einziehen. So, und dann gab es noch von Joycrafts. Ich bin tatsächlich bei Joycrafts von der Qualität immer nicht so begeistert, weil es sind wirklich, weiß nicht. Also man kann die tatsächlich überhaupt nicht mit diesen diversen anderen Marken vergleichen. Aber da es in Anführungsstrichen nur Hintergrundstempel sind, habe ich gedacht, es ist für mich in Ordnung. Denn da ist es tatsächlich meist nicht so wichtig, ob die komplett abstempeln oder nicht, weil ich im Hintergrund es oft sogar mag, wenn die Stempel beim Stempeln Lücken haben, wenn die nicht komplett akkurat abgestempelt sind. Und da haben wir dann jetzt hier einmal so diese ganzen Kreise in diversen verschiedenen Größen und Arten. Ich fand die einfach cool. Jetzt gucke ich mal nochmal. Name steht hier nicht drauf, aber eine Nummer. Ich denke, dass das dann so die Bestellnummer sind. Aber ich kann ja mal auf den Lieferschein gucken. Da wird ja, denke ich, hier Grunge Basics heißen die. Grunge Basics. 2,85 €. Ich sag's euch jetzt einfach mal. So. Und bei 2,85 €, ja, für ein Stempelset, da sagt niemand nein, glaube ich. Und das ist, wie gesagt, seht ihr ja, genauso groß wie CC Design, wie die normalen A6 Stempelsets. Und für Hintergrundstempel, die nicht immer akkurat sitzen müssen, 2,65 €. Ganz ehrlich, ihr Lieben. Deswegen habe ich die mitgenommen. So, und dann habe ich noch eins von Joycrafts. Das ist Mary's Linen oder Linen. Und die haben ebenfalls nicht viel gekostet. Und zwar sind das diese eben auch für Hintergründe für 3,70 €. Also wer hätte die von euch nicht mitgenommen? Doch, ich denke, also wer jetzt wirklich so mit Hintergrundstempeln gerne arbeitet oder auch Vintage-Style oder, wo man die super einsetzen kann, da kann man, glaube ich, bei dem Preis nichts verkehrt machen. Ja, da muss man die einfach mitnehmen. So, und dann zu guter Letzt von Simones Bastelkram. Auch Simone hat ja von Dani Preuß immer ein paar Stempelsets da im Sortiment. Und da habe ich mir jetzt einmal, habe ich mir noch nie mitgenommen. Ich habe immer gesagt, brauche ich nicht. Aber da ich ja doch dann mal eventuell meinen Kalender und so jetzt komplett alleine machen möchte und vielleicht nicht mehr bestellen möchte, habe ich gedacht, ja, ist das ganz cool. So die Wochentage und die Monatszahlen mal als Stempel da zu haben. Fand ich ganz schön. Das Set heißt Script Wochentage. Und ich fand hier die Schrift halt auch richtig cool. Hier unten haben wir sie nochmal klein. Musste ich halt mitnehmen. Einmal das und dann gab es noch, den wollte ich auch schon eine ganze Weile haben, weil jedes Mal, wenn ich Gutscheine machen will, merke ich, dass mir ein Gutscheinstempel fehlt. Und hier haben wir gleich ganz viele Gutscheinstempel in diversen Größen, in verschiedenen Schriftformen. Ja, der stand schon lange auf meinem Zettel und jetzt habe ich ihn mir bei Simones Bastelkram mit in den Warenkorb gepackt. Und ich freue mich sehr, dass ich den jetzt habe. Der heißt auch Gutschein, glaube ich. Wartet mal, ich kann es euch gleich sagen. Normalerweise ist das ja immer hier irgendwo. Nö. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass der Gutschein heißt. Ja, dieser. So, das war's von Simones Bastelkram, ihr Lieben. Und soll ich euch was sagen? Wir sind schon wieder bei einer Dreiviertelstunde und ich bin immer noch nicht fertig. Ich habe eigentlich gedacht, es bleibt bei 3 Videos.
Aber irgendwie, ja, ich darf nicht mehr so viel bestellen, glaube ich. Ich komme sonst nicht hinterher, euch immer alles zu zeigen. Okay, ihr Lieben, dann, ich denke, es ist jetzt gar nicht so tragisch, wenn ich jetzt an dieser Stelle erstmal wieder Cut mache. Dann zeige ich euch nun doch im nächsten Video meine Bestellung bei Castle Arts und noch Bastellieschen. Und ich denke, das war dann eventuell, ich habe auch wieder eine ganze Menge bei Action und Teddy und so geshoppt, dass ich das dann vielleicht sogar miteinander verbinde. Oder mal sehen, vielleicht wird es auch dann mal endlich ein kürzeres Video. Okay, ihr Lieben, an dieser Stelle nochmal, ich weiß nicht, wann ihr das Video seht, wann ihr es euch anschaut. An dieser Stelle wünsche ich euch trotzdem natürlich wieder einen super schönen und kreativen Tag. Viel Sonne im Herzen. Ja, genießt die Auszeit von Schule, Arbeit, wie auch immer. Wer Urlaub hat, wer Ferien hat. Und ansonsten macht das Beste draus. Und wir hören uns auf jeden Fall in den nächsten Tagen wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.